Платежные карты, предназначенные только для просителей убежища, вступили в силу в Германии в соответствии с новыми правилами, принятыми в прошлом месяце Бундестагом. Они призваны помешать мигрантам переводить деньги за пределы ФРГ своим родственникам и друзьям. На эти деньги зачастую оплачиваются услуги контрабандистов. I tried to buy in a shop, and they said that this card is not our partner. You can't buy from here, and it's also not working in all of Germany. There are half money and half cash. With half money that are in the card, I can buy groceries, and with the other half, I can buy in every shop whatever I need for me and my children. Группы защиты прав мигрантов раскритиковали нововведение как дискриминационное. Немцы по-прежнему гораздо более ориентированы на наличные деньги, чем другие европейцы. Also die ganze Diskussion um die Bezahlkarte wurde ja mit sehr klaren Motiven gestartet von der Ministerpräsidentenkonferenz. Sie wollen Menschen abschrecken und man muss ganz klar sagen, die Menschen kommen wegen Bürgerkrieg und Verfolgung, die lassen sich nicht von einer Bezahlkarte abschrecken. Da, gerade bei uns im ländlichen Bereich sind die Asylbewerber auch auf Bus und Bahn angewiesen und zum Teil kann man halt nur ein Bar bezahlen. Ich selber zahle gerne ein Bar, ja. Und trotzdem finde ich beides halt auch sympathisch. Wir haben viele Nationalitäten, die sind mit Bargeld aufgewachsen, die kennen keine Kartenzahlung. Das ist für die zu modern. Германия уже несколько месяцев пытается обуздать миграцию. И эта последняя мера принята всего за несколько недель до выборов в Евросоюз.